meine Lieben. Ja, heute sind die Wasserzeichen dran mit dem Horoskop-Orakel. Und zwar die Skorpione, die Fische und die Krebse. Und auch für euch schauen wir, was euch im Juli hier erwartet. Ihr wisst ja, ne, allgemeines Kollektiv, man kann also damit resonieren oder eben auch nicht. So, wir schauen uns mal die Botschaft hier für die Wasserzeichen an. Und zwar haben wir hier die Fürsorge. Auch wenn es anstrengend ist, gibt es deinem Leben mehr Sinn, wenn du dich um jemanden kümmern darfst. Gründe eine Familie oder lasse eine Beziehung zu. Ja, vielleicht warst du jetzt die ganze Zeit eher so der Einzelgänger, hast dein Leben genossen, ne? Und jetzt geht es einfach auch darum, mal sesshaft zu werden, anzukommen im Leben. Also man hat schon einiges erlebt jetzt und jetzt möchte man halt hier ja in diese Fürsorge gehen. Manchmal ist das relativ anstrengend, ja, aber es ist einfach so eine Aufgabe, die man auch hat und du möchtest hier dich um jemanden kümmern oder jemanden einfach an deiner Seite haben. Nehmen wir es mal so, dieses Kümmern, ne, das hört sich so, so an, als müsste man hier unbedingt jemanden brauchen. Das nehme ich hier nicht wahr, sondern einfach dieses Ankommen, was ich hier energetisch reinbekomme, dass man jetzt sagt, so jetzt ist es Zeit, ich habe viel gemacht, ich habe viel getan, ich bin viel gereist, ich habe viel umgesetzt, ja, ich habe mir so und so meine Wünsche erfüllt und jetzt wäre halt so das Letzte noch, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt gerne mal eine Beziehung leben oder tatsächlich eine Familie gründen. Aber jetzt schauen wir mal, was die Karten hier dazu sagen. Wir haben als erste Karte hier den Baum bekommen. Passt wunderbar, ne? Weil der Baum ist erstens die Heilung, zweitens auch Stabilität und es geht um dieses Verwurzeln. Ja? Das ist also seinen Platz im Leben einzunehmen, ja, seine Lebensaufgabe jetzt auch anzutreten, ne? Da wird man eh hingeführt und vielleicht ist es jetzt auch gerade dieser Impuls, den du erhältst, dass du sagst, ja, jetzt wird schon langsam für mich Zeit, mich hier auszubreiten, sesshaft zu werden. Für viele kann das vielleicht auch sein, dass man gerne ein Haus bauen möchte oder mal irgendwo in eine Stadt zieht, ne, wo man sich wohlfühlt. Also das ist so der Wohlfühlfaktor, den ich hier für die Wasserzeichen wahrnehme, aber auch die eigene Entwicklung, dass man also jetzt so weit ist und sagt, so, ich nehme meinen Platz ein, ich breite mich aus, ich entfalte mich, ich nähre mich gut, ja, die Wurzeln gehen jetzt in den Boden rein oder ich habe mich auch gestärkt jetzt, na, ich habe mich selber gut aufgebaut, sodass ich jetzt auch bereit bin, mit jemand anderes etwas aufzubauen oder eben auch für mich selber nochmal neu zu starten. So, wir gucken mal in die Lenis. Und da haben wir hier einmal den Mond bekommen und wir haben hier einmal die Lilien bekommen. Ja, also viele werden wirklich sich Gedanken darüber zu machen, tatsächlich in eine Familie zu gründen. Vielleicht möchtest du schwanger werden oder es geht einfach nur um diese Partnerschaft, dass man einfach für sich sagt, okay, ich möchte jetzt jemanden einfach an meiner Seite haben, mit dem ich hier mir was aufbauen kann, mit dem ich wachsen kann, mit dem ich mich entwickeln kann. Und da sieht man schon, da machen sich die Wasserzeichen hier sehr, sehr viele Gedanken. Hier geht es natürlich auch um die Träume, Wünsche und Bedürfnisse. Na, aber der Mond ist halt so auch die Grübelkarte. Aber wir haben hier auch den Erfolg. Vor allem im Beruflichen kann das natürlich auch sein. Na, vielleicht möchtest du auch einen Beruf wechseln, wo du mehr mit Menschen zu tun hast, ja, wo du sagst, da kann ich mich ein bisschen drum kümmern, also vielleicht etwas im sozialen Bereich, auch das könnte möglich sein. Aber in erster Linie geht es einfach hier um dieses Ankommen, auch die Lilien symbolisieren wieder diese innere Mitte, diese innere Zufriedenheit, ja, dass ich also mit mir selber auch in die Balance komme oder man schaut noch, wie man da sich noch weiterentwickeln kann. Aber das sind so die Gedanken der Wasserzeichen im Juli. So, dann haben wir hier die Königin der Stäbe und da geht es eben um das Temperament, um die Leidenschaft, die Erotik, Willensstärke, Stolz, Selbstbewusstsein, dynamisch, Unternehmerin, eine Chefin, Ausländerin, Führungsposition und die Feuerzeichen. Hier kann es natürlich sein, dass du es tatsächlich vielleicht auch mit einem Feuerzeichen zu tun hast, mit dem du dir gerne wünschst, hier in eine Partnerschaft zu gehen oder sich etwas zu entwickeln. Ja, vielleicht mag das passen. Das lassen wir aber jetzt eher mal außen vor, sondern es geht jetzt wirklich um deine Leidenschaft, das an wirklich auch zu verfolgen. Ja, deine Willensstärke, dein Selbstbewusstsein, einfach an diese Sachen ranzugehen und zu sagen, so, das ist das, was ich wirklich will, da will ich hin. Ne? Für viele kann es auch im Beruflichen sein, dass man hier vielleicht auch eine Führungsposition anstrebt, ne? Dass man hier sich weiterentwickeln kann, aber auch in den zwischenmenschlichen Sachen oder das Thema der Beziehung geht es hier einfach
dass man endlich mal sagt, okay, das ist jetzt das, was ich wirklich will. So, jetzt schauen wir mal weiter. Ja, da haben wir dich selber, genauso wie bei den Erdzeichen. Auch hier, na, schauen wir, ob es jetzt eher das Passive ist, weil wir ja hier die Königin der Stäbe haben, vielleicht auch aus dem Passiven rauszugehen und jetzt wirklich zu sagen, so, ich packe jetzt das nochmal an. Aber auch das Annehmende und Empfangende, na, von der Yin-Energie. Das heißt auch, wie ich am Anfang hier sagte, ne, wenn du schon ganz viel gemacht hast, dann darfst du es hier jetzt auch annehmen, dass das auf dich zukommt oder beziehungsweise ein bisschen in die ruhigere Phase zu gehen. Und für viele kann es auch noch heißen, okay, jetzt das Ganze hier einfach nochmal anzupacken und zu sagen, okay, wo muss ich mich noch verwurzeln oder wo brauche ich noch das eine oder andere, damit ich hier in meine innere Mitte komme. So, jetzt schauen wir aber in die Lenormand-Karten. Ja, da haben wir einmal die Wolken und wir haben einmal, ja, das Kind. Hier haben wir also noch momentan so Unklarheiten, wie es weitergeht im Juli, ne? Das ist also, man möchte vielleicht einen Neubeginn starten oder vielleicht geht es auch hier um einen Kinderwunsch, ne? Weil wir hier so ein bisschen auch die Schwangerschaft drin haben. Also viele vielleicht noch Unklarheiten haben oder vielleicht klappt es noch nicht so mit dem Kinderwunsch, dann will es hier eher das Annehmende und Empfangende, dass man jetzt einfach mal zur Ruhe kommt und sagt, so, hier haben wir jetzt unser Haus und da stehen wir jetzt und einfach in der Ruhe zu bleiben. Ne? Ich habe, glaube ich, das bei den Erdzeichen auch schon gesagt, es bringt nichts mit Druck, sondern hier eher dieses laufen lassen, fließen lassen. Aber wir haben ja noch einige Unsicherheiten da. Ja, auch die Wolken spiegeln für mich immer so dieses nebelige, schwammelige momentan noch, ne? Wo du sagst, ja, das wird sich im Juli noch nicht so recht zeigen für euch jetzt gerade, das Thema Neubeginn, weil das ist so etwas, was noch in den Kinderschüchchen steckt. Ne? Das ist also noch was ganz, was am Anfang ist. Aber man strebt das schon an. Also das heißt, entweder einen neuen Job, eine neue Beziehung, Umzug, neuer Wohnort, neue Stadt, also sowas, aber es sind einfach noch ein paar Unklarheiten da, wie man das Ganze hier anpacken soll. Na, für die, die einen Kinderwunsch haben, wie gesagt, geht da mal aus diesen Sachen raus, dann klappt es eher, na, weil wenn man sich selber unter Druck setzt, dann blockiert man sich wieder nur selbst. Also das ist so mein Tipp hier. Aber für viele wird es im Beruflichen so sein und in der Liebe so sein, dass man sagt, ja, ich will zwar, na, aber gerade ist es noch nicht so klar oder ersichtlich für dich hier. So, schauen wir mal hier mit den Tarotkarten noch. Da haben wir die 8 der Münzen. Ja, da haben wir auch einen guten Start. Von vorne beginnen, also das würde hier nochmal passen, dass man sagt, ja, vielleicht nochmal ein ganz neuer Job oder eine ganz neue Liebe oder vielleicht auch eine alte Sache, die nochmal aufblüht. Man baut also hier etwas auf, man fängt aber klein an und das heißt, man braucht noch ein bisschen Geduld, ne? Weil ein Kind muss ja auch wachsen. Man geht also die Probleme für Schritt an und man löst sie auch. Hier geht es vielleicht auch nochmal um Aus-, Fort- und Weiterbildungen, ja, gerade die, die im Beruflichen jetzt vielleicht nochmal was Neues anstreben, eher im sozialen Bereich oder wo man hier viel vielleicht auch mit Menschen zu tun hat. Ja, ist noch ein bisschen so dieses Lernen gerade, aber das ist ja auch mit dem Kind, ne? Das ist etwas, was wie gesagt noch ganz am Anfang steht und das braucht seine Zeit, sich zu entwickeln. Aber wir haben hier mal eine gute Karte und wir haben die Hohe Priesterin. Ich glaube, die ist auch bei den Erdzeichen schon gefallen, ne? Wo es auch hier für die Wasserzeichen um die Intuition geht. Das heißt, geh in dein Vertrauen, ne? Hör auf dein Gefühl. Wir haben hier auch für dich den göttlichen Schutz drinnen. Wir sind eh alle immer göttlich geschützt, ne? Aber hier geht es viel um Einfühlungsvermögen auch nochmal. Ein Vorhaben, das gelingen soll. Verständnis, ne? Auch diese Hingabe, ne? Dass du dich jetzt wirklich komplett diesen Träumen, die du hast, hingeben darfst. Auch hier nochmal um die Seelenverbindungen, ne? Wieder den Erfolg, den wir eigentlich drin haben. Also hier einfach. Lass dich einfach führen, sage ich mal von oben. Ja, hier soll etwas ja, sich entwickeln. Wie gesagt, es steht für euch noch am Anfang jetzt im Juli. Das wird nochmal so ein bisschen dieses Nachdenken sein. Ne? Wie gehe ich an die Sachen ran? Was mache ich jetzt? Und wie setze ich es um? Aber wie gesagt, auch hier wird euch das gelingen. So, und dann haben wir hier wieder den Mond. Ne? Also ja, ihr seid schon die Grübler jetzt im Juli hier. Ne? Dieses ständige Nachdenken darüber. Lasst das mal sich einfach entwickeln. So kriege ich das für euch hier rein. Also in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf das Berufliche,
Vielleicht aber auch hier etwas familiäres, ja, ihr müsst es auf euch ummünzen, aber hier auch geht mir da ein bisschen aus diesem Denken raus, sondern lasst es einfach mal sich entwickeln und wachsen. Wichtig ist, dass ihr wisst, was ihr wollt, ja, das ist immer das, das Zugpferd geht voraus, die Karawanen folgen, ja, und da hast du einfach noch ein bisschen so diese Unsicherheit drauf, kann das jetzt was werden, wird das was, ne, weil sich vielleicht auch schon alles ein bisschen gezogen hat, aber letztendlich ist es ja genau das, was du willst, ja, dass du sagst, okay, mir gefällt der Beruf jetzt nicht mehr, ich möchte da raus, weil ich möchte lieber etwas Sinnvolles tun, wo ich mich um jemanden kümmern kann, wo ich Leute versorgen kann. Ja, das kann also, wie gesagt, etwas da im sozialen Bereich sein oder einfach in einem anderen Bereich, wo du viel mit Menschen zu tun hast, wo du gerne etwas machen möchtest. Ja, im Beziehungsbereich, dass man sagt, so, jetzt möchte ich gerne hier mal meine eigene Familie haben. Das muss nicht immer mit einem Kind zusammenhängen, sondern dass man einfach auch mal einen Partner hat, mit dem man sich hier was aufbauen kann. Ja, aber wie gesagt, versuche hier nicht so viel darüber nachzudenken. Ja, wir haben ja euch schon sehr viel im Grübeln jetzt im Juli, sondern lasst das Ganze sich entwickeln. So, jetzt schauen wir mal in die Lenis. Ja, da haben wir den Turm. Ne? Das ist so ein bisschen diese innere Einkehr, aber auch die Isolation. Man möchte nicht mehr alleine sein. Ne? Das ist also bei vielen Wasserzeichen der Gedanke jetzt im Juli, dass man sagt, ja, aber ich möchte doch gern auch mal in eine Partnerschaft oder vielleicht gibt es auch etwas zu beenden. Ja, dass man sagt, okay, jetzt wird jetzt mal endlich der Schlussstrich gezogen. Kann auch für viele sein, die sich vielleicht noch in einer Partnerschaft befinden, wo eben das nicht umsetzbar ist. Ja. Wo ihr einfach hier die Kraft aufbringen solltet und dann euch davon lösen, weil wenn das nicht euer Weg ist oder euer Gegenüber da sozusagen nicht mitziehen möchte, ja, dann wird es Zeit, einfach hier das zu beenden und rauszugehen. Ja, das kann auch für das Berufliche hier sein. So. Und der Turm ist halt, wie gesagt, auch hier der innere Rückzug, ja, dass man einfach mal für sich zurückzieht und sich das Ganze mal anschaut und einfach auch eine Art Plan aufstellt, wie man da jetzt weiter vorgeht. Ja, aber bitte hier nicht so viel denken darüber, sondern eher auf das Gefühl hören. Ja, wir haben hier die Hohepriesterin, da geht es auch bei euch um die Intuition, ja, auf das Bauchgefühl zu hören. So. Ja, und dann haben wir hier die Blumen, dann wartet das Geschenk auf euch. Und die Blumen sind ja auch Leichtigkeit, Lebendigkeit, Lebensfreude. Genau um das geht es hier, ja. Also, wenn ihr lange im Rückzug wart, dann geht jetzt wieder raus, ne. Es geht also hier leicht auch an die Sache ranzugehen und das fällt den Wasserzeichen hier im Juli noch ein bisschen schwer, wie man sieht, ja. Sondern da wird noch hier gegrübelt, gegrübelt und gegrübelt. Aber ich bekomme immer das für euch rein, lasst es laufen, ja. Und schaut euch das an, weil wie gesagt, es steht noch am Anfang. Es wird sich jetzt im Juli nicht gleich irgendwas rauskristallisieren, sondern es geht jetzt erstmal darum zu sagen, okay, wie soll das Ganze überhaupt ausschauen? Ne? So, und da haben wir hier die Königin der Kelche drauf und da geht es auch wieder um die Emotionen. Ne? Also auch wie bei den Erdzeichen viel das Gefühl auch, hier haben wir die Weichheit, die Verträumtheit, ne? Hilfsbereitschaft, Feinfühligkeit, Verständnis, Heilung, Therapeuten, da haben wir sogar die Wasserzeichen drauf, ne? Also vielleicht auch etwas im Therapeutischen, vielleicht hast du da schon lange darüber nachgedacht, was weiß ich, noch eine Ausbildung zum Heilpraktiker zu machen oder vielleicht Massagen anzubieten oder sowas, ja, in die Richtung, das ist auch etwas, wo man den Menschen helfen kann. Und bei partnerschaftlichen Sachen ist es halt einfach auch so, dass man sagt, okay, es geht wirklich nur um die Gefühle. Ja, also es ist sehr an die Erdzeichen auch angelehnt, nur ihr Wasserzeichen denkt noch zu viel. Ja, also schaut euch das an. Hier darf auch noch was in die Heilung gebracht werden, gerade was den Mond betrifft, dass man sagt, hey, nimm es leicht, nimm es locker, schau in der Balance. Ja, auch wenn sich das hier gerade noch nicht so zeigen will, es wird kommen, ja, weil wir haben hier die 8 der Münzen. Das heißt, es beginnt nochmal was von vorne. Du fängst also auch nochmal von vorne an und baust die jetzt etwas auf. Und das muss ja jetzt nicht zwingend gleich mit einem Partner sein, sondern auch für dich selber jetzt erstmal zu sagen, da bin ich fest, da stehe ich, da bin ich stabil, da bin ich verwurzelt und ab da kann es losgehen, ja. Und das braucht natürlich noch ein bisschen Geduld. Also wie gesagt, auch hier von mir der Rat, durch die Karten, denkt nicht zu viel, ja, weil wenn man zu viel denkt, dann zerdenkt man wieder, das ist das Problem, sondern hört hier auch auf eure Emotionen, auf euer Gefühl und lasst es mal ein bisschen laufen, ja, der Neuanfang wird hier definitiv für euch auch kommen. So, da
haben wir hier? Die Routen, ne? Da geht es auch viel um das Thema der Kommunikation für euch Wasserzeichen. Das heißt also wirklich auch auszusprechen, was ihr haben wollt oder wie ihr euch das vorstellt, ja? Beruflich wie zwischenmenschlich. Und hier haben wir dann auch nochmal, ne, sieht man die Liebe, ne, da gehört auch noch was auf der Herzebene auch bereinigt, aber es werden auch Gespräche zur Liebe stattfinden. Ne. Auch hier haben wir schon den Klee. Also passt auch wieder von der Zeit her jetzt zum Sommer hin, 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate, ne, damit man hier also irgendwas in die Verankerung, in die Verfestigung bringen kann. Kann jetzt bei vielen auch wieder hier der Job sein, ne, weil wir den Anker haben, dass man sagt, ja, man folgt jetzt seinem Herzen. Ich gehe jetzt zum Beispiel hier, was weiß ich, aus der Bank raus und mache nochmal eine Ausbildung hier zum Heilpraktiker zum Beispiel, weil mir das einfach mehr Spaß macht, weil mein Gefühl mir sagt, das ist der richtige Weg, dann wirst du das auch angreifen. Und auch hier haben wir den Neubeginn. Ne? Also für euch kommt der rein, definitiv. Versucht aus den Gedanken rauszugehen und eher nach dem Gefühl zu handeln. So, dann haben wir hier das Haus, ne? Auch wieder das Sicherheits- und Stabilitätsthema. Für viele kann es tatsächlich jetzt so sein, ich möchte ein Haus bauen oder ich möchte einfach die Familie hier haben, ne? Dass man für sich selber hier ist. Ja. Eigene Stärke, Kraft und Mut ist natürlich aufzubringen, jetzt hier voranzuschreiten mit dem Reiter, ne? Und nicht wieder hier zweifeln, ne? Und Ängste haben, sondern hier auch mit den Fischen das Ganze hier laufen zu lassen. Also es bestätigt sich auf und nieder, raus aus dem Denken. Und hier haben wir die Kraft. Und da geht es auch um dein Engagement, ja? Jetzt wirklich zu sagen, was du willst. Ja, wieder hier die Intuition auch drauf, ne, die Leidenschaft, wie wir es hier mit der Königin der Stiere eigentlich schon gehabt haben. Also, egal was es ist, ja, ob jetzt du auf eine Partnerschaft guckst, in der du vielleicht noch bist. Wenn das nicht der Fall ist, dass du sagst, okay, das wird nichts mit Familie und sie, weil der will das nicht, dann geht es für dich jetzt eher dieses zu beenden. Das kann natürlich auch ein Gedanke sein, der dich beschäftigt. Für viele auch natürlich das Jobthema, dass man sagt, okay, da bin ich irgendwie nicht glücklich, da bin ich nicht in meiner Mitte, ich suche mir was anderes. Auch im familiären Bereich. Also egal, wo ihr drinnen steckt, ja, macht euch einen Gedanken, ja, wie es ausschauen soll in der Zukunft, manifestiert euch das, weil ihr seid immer noch im Hier und Jetzt, ja. Und wichtig ist, dass ihr das im Hier und Jetzt umsetzt, was ihr in der Zukunft gerne haben wollt, ja. Und das ist einfach dieses Grundfundament, dass ich jetzt erstmal sicher stehe, ja, die Sicherheit. Und zu sagen, da bin ich jetzt fest verwurzelt und da bleibe ich jetzt und da kann es jetzt losgehen, ne. Und dann haben wir hier auch diesen Neubeginn. So, was haben wir hier noch? Das Quallenmädchen, ob real oder fiktiv, bestimmt von Wunschgedanken oder Hoffnungen. Solange du dich in deiner Welt lebendig fühlst und glücklich bist, hat diese Lebensphase ihren ganz bestimmten Sinn. Ja, na, auch das sehr stimmig für die Wasserzeichen. Also es geht darum, leicht, flockig zu sein, ja, und wirklich hier auch für euch nach dem Gefühl zu gehen. Der Verstand, ja, wird nicht mehr dienlich sein, aber auch genau da sind die Energien, ne? Ich sag's immer wieder, Ordnung, Struktur und Klärung, ne? Und das geht ja erstmal in dir selber los, dass du weißt, was du willst und dann kannst du auch voranschreiten. Und das heißt, solange du das fühlst oder du dich glücklich fühlst, dann ist es auch absolut der korrekte Weg. Und wie gesagt, geh oder versuche leicht an diese Sachen ranzugehen. Geh aus Sachen raus, ja, die dich nicht lebendig machen, ja, oder wo du dich nicht glücklich fühlst. Hör hier auf deine Emotionen, auf deine Gefühle, ja, und geh für dich selber auch in die Feinfühligkeit rein und dann startest du. Ja, das ist auch dieses Verständnis für sich selber aufzubringen, ja, dass man sagt, gut, ich habe jetzt jahrelang das und das gemacht, will ich aber nicht mehr, weil es mich nicht mehr erfüllt. Und das können auch hier Partnerschaften sein, ja, dass man sagt, ja, man denkt lange nach, soll man jetzt rausgehen, soll man nicht rausgehen, soll man was tun, soll man nichts tun. Hör hier auf dein Herz. Mehr kann ich hier nicht sagen. Ja, steht alles auf Gefühle. Wir müssen lernen, wieder zu fühlen. Und da treibt uns das Universum auch im wahrsten Sinne des Wortes hin. Ja, weil der Verstand kann hier nicht mehr viel recht machen. Weil, wie gesagt, der kann nicht fühlen. Das Herz kann nicht denken. Aber wenn du hier immer nach deinem Gefühl nachgehst, dann bist du definitiv auf dem richtigen Weg. Weil das hat dich noch nie getäuscht. Ja, das sind die Wasserzeichen im Juli, auch spannend. Also für euch ist es eher sozusagen so,
raus aus dem Grübeln, rein in das Gefühl, wachsen und gedeihen und dann von vorne nochmal beginnen. Sehr ähnlich auch mit den Erdzeichen. Ich bin gespannt, was es mit den anderen Sternzeichen auf sich hat. Aber das ist eures. Also wie gesagt, nochmal hier der Hinweis, nicht so viel denken, sondern laufen lassen. Ich wünsche euch was und drücke euch. Bis dann. Ciao, ciao, eure Melanie.